Willkommen zum nächsten Part. Let's Play Portal Prelude mit mir, Sandy4338. Ja, wir sind da stehen geblieben. Ich glaube, vor Test 4 war das. Und ich bin schon mega gespannt, wie schwer die jetzt werden wird, weil. Das ist. Boah! Oh, wie erschreckt gerade. Die Tests sind aber nicht mehr sicher, oder? Das kann man sogar verschieben. Cool. Welcome to the test chamber number 4. Mike talking, again and again, and daring to, but not for long. Oh, why? Are you going somewhere? Yes, for a couple of minutes. Basically, I'm going somewhere you don't have to know about. Oh, I see. For a minute, I imagined you while you were sleeping. Enough, please. I'll be right back. Oh, lustig, lustig. Der Stein fällt ab. Ups. Die haben gewusst, dass sich da Leute auf die Steine stellen. Die haben das einfach gewusst. Ja. Die sind Wahnsinn. Da kann man aber ewig die Treppen hochhaschen, oder? Jetzt traue ich mich da nicht mehr auf die Steine drauf zu stellen. Toll. Wo muss ich da nicht weiter? Können wir das mal wieder sagen? Hä? Was zum Teufel blinkt sich das? Nummer 1, Nummer 2. Wow! Do not destroy the test environment. These things cost money. And I don't want to be held responsible for it. Ja, dann würde ich mal sagen, dass er das besser baut, wenn das auch schon zu viel Geld kostet. Aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Das glaube ich nun wirklich nicht. Das Problem ist nämlich, ich kenne die Lösung nicht. Aber ich glaube, das Problem haben viele. Ach, da oben muss man hin. Ah, warte mal. Da kann man leider kein Portal machen. Schade, schade, schade. Könntet ihr bitte mal weggehen, ihr... Also da kann man seine Arbeit nicht in Ruhe machen, wenn da immer überall die Würfel herumliegen. Nur weil es da irgendwelche Leute gibt, die immer mit Würfeln spielen müssen. So, also, wir müssen... Ich glaube, das Portal müssen wir hier machen. Aber dann fliegen wir gegen die Glaswand. Das ist ja auch nicht klug. Und hier? Was kommt dann hier? Das ist nichts Gutes. Das spüre ich. Egal. Wir versuchen es trotzdem. Mist. Wieso zum... Schaffe ich das nicht? Ich kann das doch. Ich weiß doch, dass ich es kann. Das ist gemein. Mann, ich glaube, dafür brauche ich wirklich 200 Parts oder so. Oder ich lösche mal heimlich einen. Ach, diesen Part hat das niemals gegeben. Ich habe nur gefehlt. Ach, das war schon mal richtig losgesprungen, aber mal sehen, vielleicht geht's besser. Ja, und boing. Das Ding bricht nicht ab. Ach, wie schön. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Aber wieso? Zum Teufel ist hier eine 1 und hier unten eine 2. Ich finde, das einzige Logische dafür ist, dass man hier so eins macht und hier so eins macht. Und dass man da einen unendlichen Fall steckt. Und ich hab's. Nee, du, warte mal. Wir fallen in das... Ich brauche das Blaue. Hui! Hui!
Ich bin also gerade ein bisschen planlos. Ah, hier müssen wir hin, okay. Dann warte ich, bis wir da sind. Mist. Aber jetzt habe ich wenigstens schon mal die Lösung kapiert. Das ist nämlich etwas ganz, ganz Gutes. Das Problem ist, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Das ist nicht so gut. Wo sind wir? Wo muss ich hin? Nochmal. Falsch. Das sind die Treppen. Leute, ich kann mich... Boah. Das ist ja Wahnsinn. Nein, ich will nicht zu den Treppen. Bin ich bei den Treppen? Ich kenne mich überhaupt gar nicht mehr aus. Mir ist nur noch schwindelig. Kurz. War das richtig so? Nein, das war nicht richtig. Mitten auf den Treppen. Mann, ist das richtig so? Wieso verdreht sich das eigentlich die ganze Zeit so, wenn ich gar nichts mache? Jetzt doch nicht. Nicht jetzt, das ist Treppe. Jetzt. Nochmal. Das sind die Würfel. Das sind Treppen. Da ist der Pfeil. Ich habe ihn doch gerade vorhin noch gesehen. Wo ist er denn? Leute, vergiss das. Ich mach das von oben. Sonst kenne ich mich gar nicht mehr aus. Also jedenfalls nicht richtig. Ja, und wir machen mal die Portale gerade, damit sie wunderschön ausschauen. Perfekt. Ja, jetzt ist es besser, seht ihr? Was wird denn das schon wieder? Es laggt und mein Fuß tut mir weh und... Oh, und ich komme nicht weiter, obwohl wir es in Testkammer 3 stecken. Oh, ich komme. So... Oh Mann, wieso schaffe ich das denn nicht? Wieso? Da will man echt Debris. Hier wäre blondes Haar. Ach ja, darauf bin ich ja schon letztes Mal gekommen, nicht? Dass ich gesehen habe. Dass wir ein paar Minuten noch blondes Haar haben. Ups. Wo bin ich hier eigentlich? Bin ich hier richtig? Hier nicht. Aber hier, oder? Doch nicht. Wie stehen die Portale? Ach, hier bin ich falsch. Aber hier bin ich... Ich war in der falschen Richtung. Warte mal. Das muss jetzt die richtige Richtung sein. Ja, genau. Aber wir waren nicht hoch genug. Das war unser Problem. Und langsam... halte ich das nicht mehr aus mit den Legs. Also dass ich das nicht schaffe, ist mir sowas von wurscht. Ich würde mir nur wünschen, dass er nicht die Legs verbessern, weil dadurch geht so viel Zeit verloren. So, ich springe jetzt mal von oben rein. Ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwann mal schaffe. Weil dieses Herumgespringe, ich weiß nicht. Falsch. Sieh mal, ich bin schon total wucke, so. Wir schaffen das! Das muss jetzt gleich in einem Schuss gehen.
Mist! Wir haben uns in die falsche Richtung gedreht. In die falsche Richtung. Also ich glaube, dass das mir wieder passieren wird, weil entweder ich kriege den Schwung nicht drauf oder ich drehe mich in die falsche Richtung. Oder ich check das Rätsel nicht, aber es muss ganz klar das hier sein, also... Das hier muss die Lösung sein. So. Ah, ganz knapp. Schade irgendwie. Weil sonst hätte ich jetzt schon sagen können, bis bald und zum nächsten Mal, aber... Nein, noch ein Versuch. Weil ich glaube, ich überziehe den Part schon wieder. Ich glaube, diese Prelude-Let's Plays werden die Let's Plays der überzogenen Parts. Ja, nein. Ich meine, wir sind jetzt wenigstens schon mal so weit, dass wir das Rätsel verstehen. Das ist ein großer Vorteil. Ein sehr, sehr großer. Ein äußerst großer. Und ich freue mich, aber... Ich freue mich nicht, dass ich es nicht hinbekomme. Also könnte man es auch nennen. Jetzt bin ich wieder in die falsche Richtung gesprungen. Ich hätte mich weiter rechts springen müssen. Ich bin gegen die Glaswand. Das ist irrsinnig gescheit. Genauso wie eine Fliege. Die ganze Zeit gegen die Glaswand. Komm schon, das schaffst du. Aber ich kann jetzt nicht Shell sagen, oder Shell oder wie es auch immer heißt. Ich muss jetzt Abby sagen. Weil sie hieß ja Abby. Ja, komm, nein, ich bin voll in die falsche Richtung. Wunderbar. Aber wieso hieß sie früher noch Abby? Obwohl sie sieht auch anders aus, sie hat auch blonde Haare. Was passiert mit ihr am Ende, dass die Shell kommen muss? Oder Shell? Ma. Ich musste nachher den Floh freuen, wie sie wirklich heißt. Die vom zweiten. Weil was. Wie, mir hat man ja gesagt. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht schaffen können. Leute, also. Mit einem Lag, das kann man nicht schaffen. Mit einem Lag. Mir hat man ja gesagt, dass Portal Prelude die Vorgeschichte ist von Portal. Und ich bin froh, dass ich diese Vorgeschichte spielen darf. Das war wiederum die falsche Richtung. Aber ich bin das erste Mal nach rechts gesprungen, sonst springe ich immer nach links. Jetzt muss ich nur noch lernen, gerade zu springen. Jetzt springe ich wieder nach rechts. Ach, der Pfeil deutet doch hinauf. Aber hinauf schaffe ich's ja. Nur nicht bis ganz hinauf. Ich freue mich schon, wenn die ersten Turrets kommen. Das wird der beste Part werden, ehrlich. Die ersten Turrets und ich mit dem Leertaste-Ducksprung-Kombination und den Legs. Das wird wunderbar werden, ehrlich. Ich freue mich richtig. Tür, wir sind bald da. Ich überziehe schon wieder so lange und ich hasse so lange überzogene Parts, weil ich weiß, die schaut sich hier keine Sau an, also. Wow. Ja, gut. Cool bleiben. Oh, ups. Schon fast von den Treppen runtergeflogen. Boah. Also irgendwie, wenn man so, so lang herumspringt und fällt und so, da wird man schon ein bisschen hoch im Hirn.
Das war nichts als Glück. Nichts als Glück. Bitte sag, das wird zum Aufzug kommen. Ja, ja, traut es heim. Glück allein. Aufzug, Aufzug, das ist immer das Beste. Okay, ich habe wieder mal einen ziemlich langen Part gemacht, aber okay, gut, ich verspreche es euch, vielleicht wird es in der nächsten Kammer besser. Ich muss mich jeweils ein bisschen gewöhnen, nicht? Ja, das war Let's Play Portal Prelude. Wir sehen uns dann wieder in der fünften Kammer. Gutes Glück, wenn wir nächstes Mal brauchen. Ich bin der Sandy 4338.